Hause Walpach sind die Werkzeuge und die Werkzeugherstellung das Herzstück des Unternehmens. Denn daraus werden dann die Produkte der Kunden gestanzt. Das Tennengauer Unternehmen mit Sitz in Golling bearbeitet seit über 80 Jahren Metall. Im hauseigenen Maschinenpark sorgen Anlagen mit 30 bis 200 Tonnen Presskraft für die Verarbeitung von Stahl, Aluminium und Buntmetall. Die Werkzeuge machen wir selber. Man ist einfach flexibler, kann besser auf die Kundenwünsche eingehen. Auch noch im Nachhinein mit der Wartung und alles. Man macht die Ersatzteile wieder im Haus selber und man ist einfach viel flexibler. Die Präzisionsteile werden auf ein Hundertstel Millimeter genau gefertigt. Was heute eine CNC-Fräse erledigt, wurde früher mit Pfeilen gemacht. Allerdings maximal auf ein Fünfzigstel Millimeter genau. Hans Buchecker ist seit 40 Jahren im Unternehmen und erklärt uns, wie so ein Stanzwerkzeug aufgebaut ist. Ja, ein Werkzeug ist aufgebaut mit einem Unterteil und einem Oberteil. Und da sind Biegungsstempel drinnen, Schneidstempel drinnen. Und diese Sachen, was da zwischendrin sind, geben die Form an, wie es der Kunde haben will. Gestanzt wurde im Hause Walpach nicht immer. Zu Beginn, im Jahre 1934, konzentrierte sich Gründer Arno von Walpach auf die Herstellung von Knöpfen und Souvenirartikeln. Nach der Verlagerung der Produktionsstätte von Salzburg nach Golling in den 40er Jahren kam dann in den 80er Jahren der große Bruch durch eine Krise. Und da hat sich die Firma Walpach dann ein bisschen umorientieren müssen, weil mit diesen Souvenirs war das Unternehmen alleine nicht mehr überlebensfähig. Und da hat man festgestellt, mit diesen Technologien, die man im Unternehmen gehabt hat, zum Beispiel mit dem Stanzen, da kann man auch hochwertige Teile für diverse industrielle Kunden fertigen. Losgegangen ist das Ganze mit Teilen für Waschmaschinen hauptsächlich und ein bisschen für die Automobilindustrie. In der Zwischenzeit haben sich die Tennengauer in verschiedenen Bereichen zum Weltmarktführer etabliert. Wenn Sie beim nächsten Skitag am Lift auf Ihre Skispitzen schauen, werden die Metallteile mit großer Wahrscheinlichkeit aus Golling kommen. Das Unternehmen erwirtschaftet mit 35 Mitarbeitern rund 7 Millionen Euro Jahresumsatz. Mehr als die Hälfte davon kommt aus dem Export, der Rest vom österreichischen Markt. Exportiert wird nach Polen, Tschechien, aber auch Deutschland und Rumänien. Vom Know-how aus 80 Jahren Produktion profitieren die Kunden. Wir bewerten die Machbarkeit, wir konstruieren das Werkzeug im Haus, wir kümmern uns um die Rohmaterialbeschaffung, produzieren die Teile, schauen im Nachgang, gehört nur Oberflächenveredelung gemacht, gehört sonst irgendwie bearbeitet. Wir kümmern uns um alles und liefern einfach dem Kunden das fertige Teil. Maßgeblich beteiligt am Erfolg sind die Mitarbeiter. Fabian Strohbreiter ist seit mehr als 10 Jahren im Unternehmen. Begonnen hat er als Lehrling. Heute bedient er die CNC-Fräse. Bereut hat er diesen Schritt bis heute nicht. Ich habe mich für eine Lehre entschieden, weil ich wollte erstens was mit Metall arbeiten und ich wollte schon früher Geld haben und ein bisschen Verantwortung haben. Da habe ich mir gedacht, ich mache eine Lehre. Die Auftragslage der Tennengauer hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Die große Herausforderung dabei, der Fachkräftemangel. Nur den langjährigen Mitarbeitern ist es zu verdanken, dass die Aufträge noch gut bewältigt werden können.